Der Evenke hatte recht. Die Stimmung hier ist wirklich seltsam. So unwirklich. Auch wenn vielleicht eine gute Portion Aberglaube mit im Spiel sein mag, ich fühle mich hier nicht wohl. Und dann diese Geschichte mit den Donnervögeln und dem endlosen Siechtum. Reiß dich zusammen, Nina. Du bist einfach nur übermüdet. Es gibt keine Donnervögel und jedes noch so mysteriöse Phänomen lässt sich ganz rational erklären. Hoffentlich. Das müsste der Ort sein, von dem der Alte gesprochen hat. Von hier aus hat mein Vater also seine Expeditionen gestartet. Vielleicht finde ich hier ja eine Erklärung, wie die Ereignisse der Vergangenheit mit der Entführung meines Vaters zusammenhängen. Hallo Leute, ich heiße euch willkommen zu Part 15 von Geheimakte Tunguska. Und wie ihr ja gerade gesehen habt, geht es hier um unheimliche Ereignisse. Und wir sind jetzt aber an der Stelle, wo unser Vater oder Ninas Vater die Expedition gestartet hat. Jetzt schauen wir mal hier hin. Ja. Oh, halt, nein, nein. Da geht, ich dachte, sie geht zur Mauer. Weg. Ich will aber nicht Weg gehen. Sumpf. Schau mal den Sumpf an. Ich sollte besser aufpassen, wo ich hintrete. Ein falscher Schritt könnte mein letzter sein. Okay, Fenster. Bevor wir da reingehen, schauen wir doch lieber, was da drin ist. Die kleinen Fenster sind völlig verdreckt. Mist. Sollen wir doch mal zu diesem Weg gehen? Ja, schauen wir erstmal, ob hinterm Haus jemand ist. Oh. Da ist aber eine ganze Menge. Okay, Weg. Da geht's weiter. Tankwagen. Ein alter Trinkwassertank. Hm, das ist das Schlauch. Sieht aus wie ein Gartenschlauch. Der Zahn der Zeit hat kräftig daran genagt. Große Risse oder Löcher sind aber keine zu sehen. Oh gut, bestimmt nützlich. Was haben wir sonst noch im Rad? Weg, da will ich nicht. Ich dachte, das ist hier so eine Leine, die man nehmen kann. Generator? Ein Generator für die Stromversorgung der Hütte. Ah, okay. Offensichtlich ist kein Treibstoff mehr drin. Wäre ja auch zu schön gewesen. Okay, das heißt, man muss hier nachtanken. Oh, was ist das? Petroleumlampe? Ein bisschen Petroleum scheint noch drin zu sein. Dann nehmen wir den... Dann musst du ein bisschen auf die Seite gehen. Jetzt. Kann ich das Petroleum da reinfüllen? Ein bisschen Petroleum. Ich glaube kaum, dass ein Dieselgenerator mit Petroleum funktioniert. Außerdem ist sowieso kaum noch was in der Lampe. Jo Leute, damit habe ich mich gerade als ahnungslos geoutet. Nämlich, ich habe wirklich keine Ahnung, was der Unterschied zwischen Petroleum und Dieselgenerator ist. Naja gut, dass das nicht dasselbe ist, das war mir schon klar, aber schwule. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat das Teil was mit Magnetismus und Stromerzeugung zu tun. Ja genau. Kann ich hier Wodka reinfüllen? Nein, Wodka geht nicht. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zur Hütte. Und gehen hinein. Bin gespannt, was wir da finden. Okay. Projektor. Ein 8mm Filmprojektor. Uralt, aber für sein Alter und die alles andere als fachgerechte Aufbewahrung noch durchaus passabel erhalten. Ja, okay. Nehmen. Ohne Strom funktioniert der nicht. Ach so, ich kann ihn nicht nehmen. Ich soll ihn einschalten. Was ist das? Lappen. Ein alter Lumpen. Du Lump. Du wirst mitgenommen. Kompass. Hm. Ein Tagebucheintrag. Jo, ich geh mal hier... Ich weiß nicht, ob wir die Vergangenheitsbewältigung schon hatten. Ich lese einfach mal. Vergangenheitsbewältigung. Tunguska-Region. Die Stelle, an der sich vor fast 100 Jahren die Tunguska-Katastrophe ereignete, müsste ganz in der Nähe sein. Demnach war auch Ninas Vater auf seiner Expedition hier. Aber wo genau? Vielleicht bringt die Spurensuche in der Vergangenheit etwas Licht ins Dunkel der Gegenwart. Ich glaube, das hat man schon. Die verbotene Zone. Tunguska-Region. Dem alten Evenken geht es wieder besser. Er berichtet von seinem Sohn, der trotz eindrücklicher Warnung in die Region der Absturzstelle ging und ein seltsames Bruchstück fand.
und für immer verschwand. Und er berichtet von Ninas Vater, der nicht auf seine Warnungen hören wollte. Perez musste teuer dafür bezahlen. Auch Nina wird von ihm gewarnt. Aber soll sie jetzt noch umkehren? So kurz vor dem Ziel? Okay, das war's. Der Knopf muss irgendeine Funktion haben. Ja, dann drücken wir. Nur welche? Dann drücken wir ihn doch mal. Passiert nichts. Brauchen wir da vielleicht Strom dazu? Unwahrscheinlich. Ein kleiner Metallstift. Okay, dann brauche ich wahrscheinlich irgendein Werkzeug, um die Metallstifte irgendwie auszumachen. Gut. Kamin. Okay. Nichts Besonderes zu erkennen. Ist aber auch stockdunkel. Ja, mir fällt gerade ein, ich kann doch bestimmt mit den Streichhölzern die Petroleumlampe anmachen. Ich werde die Lampe mal anzünden. Ich kann nichts Besonderes entdecken. Und was ist das hier? Ein kleines Stück Alufolie. Alufolie nehmen, anschauen. Ein kleines Stück Alufolie. Mehr ist es nicht, oder? Ich kann nichts Besonderes entdecken. Ein bisschen Petroleum scheint noch drin zu sein. Wieder nehmen. So, was haben wir dann noch? Das ist der Kamin. Da ein Loch, da irgendwas am Boden. Hier ist noch was. Scherbe. Ich überlege gerade, ob eine Scherbe eigentlich immer kaputt ist oder ob es auch heile Scherben gibt. Ich werde die Frage mal meinem ehemaligen Philosophieprofessor stellen. Ist wirklich eine philosophische Frage? Eine intakte Scherbe. Ich überlege... Ja. So, und was kann ich jetzt hier, oder was soll ich jetzt hier machen? Fenster. Die kleinen Fenster sind völlig verdreckt. Kann ich den Lappen nehmen und das Fenster sauber machen? Innen sind die Fenster halbwegs sauber. Aber draußen nicht, ich verstehe. So, nochmal, wo ist der Lappen? Da ist der Lappen. Weißt du nicht genau, warum ich das machen soll, aber vielleicht das mit... Als brave Hausfrau kenne ich natürlich meine Pflichten. Fertig. Soll ich jetzt vielleicht noch Essen kochen? Ja, weil wir vor allem nicht genau wissen, warum wir das machen. Aber vielleicht sieht man jetzt da drin mehr. Ein 8mm Filmprojekt. Nicht wirklich. Kann man jetzt hier nochmal den Knopf drücken? Bringt das was? Passiert nichts. Passiert nichts. Leute, das ist jetzt schon mal sehr spannend. Also mit dem Projektor muss ich was machen. Ich versuche jetzt mal alles mit dem Projektor zu kombinieren. Die Scherbe geht nicht. Das Ding geht auch nicht. Das geht auch nicht. Putzen müssen wir ihn auch nicht. Schlauch, nein. Schaufel, nein. Handy, nein. Zündhölzer, nein. Ich habe es hier sauber gemacht. Durch das einfallende Sonnenlicht sieht die Hütte zumindest ein bisschen freundlicher aus. Das ist doch schon mal ein bisschen was. So, hinaus. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Sumpf. Weg. Gehen wir mal den Weg entlang. Kann ich mit dem Schlauch irgendwas machen? Spaten. Momentchen mal. Die Spule. Irgendwas mit Magnetismus. Ja, da hat sie recht. Aber hier habe ich ehrlich gesagt nichts Magnetisches, oder? Spaten mit Spule, nee. Ja, dann gehe ich mal den Weg entlang. Mal schauen, wo wir da hinkommen. Das muss ein Nebenarm der steinigen Tunguska sein. Der Fluss kann ja eigentlich nichts dafür, aber ich fange an, den Namen Tunguska zu hassen. Okay, ja, das kann ich langsam verstehen, Nina. Schon wieder ein Weg, der uns hier wegbringt. LKW-Wrack. Wow, was für ein Monstrum. Ich frage mich nur, wie der hierher gekommen ist. Gute Frage. Oh, das sind einige Sachen zum Untersuchen. Felge, Tank. Okay, gehen wir mal zur Felge. Die haben wirklich alles mitgenommen, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Nur zwei kleine Muttern sind noch übrig. Und die werden jetzt von mir geklaut. Okay, wir haben zwei kleine Muttern. Ah, Momentchen mal, das könnte doch was mit dem
mit dem Kompass zu tun haben. Tank. Es scheint noch ein bisschen Diesel drin zu sein. Okay. Das, was man hier in der Region offenbar als allumfassende Erste-Hilfe-Maßnahme ansieht. Okay, das heißt, hier muss ich doch jetzt irgendwas mit dem Schlauch machen, mit dem Tank, oder? Jawohl. Ich habe den Schlauch in den Tank gehängt. Und jetzt bräuchte ich eigentlich was, wo ich... Ja, wo ich das reinlassen kann. Also hier ist nix. Dann gehe ich mal den Weg entlang und schau mal, wo ich da hin... Das muss die Forschungsstation sein, zu der die Transip eigentlich fahren sollte. Ob sie jemals dort angekommen ist? Die Anlage ist auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Sogar mit eigenem Rollfeld. Bestimmt ist sie auch ähnlich eindrucksvoll gesichert. Da reinzukommen kann ich wohl vergessen. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da überhaupt rein will. Nach all dem, was ich über die Anlage und den Ort, auf dem sie errichtet wurde, gehört und gelesen habe. Trotzdem, die Station strahlt eine gewisse Faszination aus. Keine positive Faszination, aber je länger ich mir die Anlage ansehe, desto mehr bekomme ich eine Gänsehaut. Ich sollte mich wieder auf den Weg zurück machen. Es bleibt noch eine Menge zu tun und ich weiß immer noch nicht, welches Geheimnis aus der Vergangenheit meines Vaters sich hier verbirgt. Aber es ist wirklich ein schöner Anblick. Fluss. Der Fluss stürzt hier bestimmt 30 Meter in die Tiefe. Ein beeindruckendes Schauspiel. Forschungsstation? Die Anlage wirkt wie aus einem Science-Fiction-Film. Kaum vorstellbar, dass sie schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben soll. Ob ich wohl jemals hinter ihr Geheimnis kommen werde? Stimmt, sieht aus wie von Star Wars Naboo, die... Okay, das war's. Ja, eigentlich müssen wir da ja gar nicht mehr hin, ne? Den Schlauch habe ich in den Tank gesteckt. Ja, dann gehe ich mal zurück. Vielleicht habe ich irgendwo einen Eimer oder so übersehen. Oder muss ich... Nee, ich habe den Schlauch nicht mehr. Generator. Spule. Mir ist hier aber nicht... Nochmal? Nö. Aha, okay, wieder rein. Ich gehe jetzt mal zum Kompass. Kann ich denn, wie ich vermutet habe, diese Flügelmutter... Ja, das und das. Okay, und ich habe jetzt... Wahrscheinlich brauche ich 4 Stück, oder? Oder ich muss sie richtig platzieren. Ups. Aber die Frage ist wie... Momentchen mal. Süden? Knopf? Passiert nichts. Gegengesetzt? Knopf? Passiert nichts. Passiert nichts. Passiert nichts. Ja, das ist natürlich alles nur Gerate, Leute. Aber was soll ich sonst machen? Passiert nichts. Also das einzige Behältnis, das mir einfallen würde, wäre die Wodkaflasche. Und das probieren wir jetzt mal. Ist mir jetzt gerade eben erst gekommen. Also die Wodkaflasche hier mit dem Tank zu verbinden. Tatsächlich. Da ist ja noch einiges an Wodka drin. Wenn ich den einen Sprit haben will, muss ich wohl oder übel den anderen Sprit loswerden. Nastarovie. Sie trinkt den, oder? Nee. Ups, ich bin wohl etwas außer Übung. Ja, das glaube ich auch. Flasche mit Diesel. Aber sie geht noch einigermaßen gerade. So, einfüllen in den Generator. Das nenne ich noch echte Wertarbeit. Nach über 50 Jahren funktioniert er immer noch wie am ersten Tag. So, haben wir jetzt Strom in der Hütte? So. Da ist keine Filmrolle Mist. Drin. Ich habe so die Befürchtung, dass die Filmrolle hier drin ist.
Was kann ich... Ich versuche jetzt mal nochmal alles hier zu kombinieren mit den Sachen, die hier drin sind. Geht nicht. Geht nicht. Nicht. Geht nicht. Geht nicht. Dann versuche ich alles mit allem zu kombinieren. Ich meine, ich weiß auch nicht, warum habe ich hier den Spaten dabei. Ne. Die Scherbe. Die Scherbe kann ich mit der Alufolie benutzen. Mach ich mal. Ich habe die Folie mal um die Glasscherbe gewickelt. Scherbe. Durch die Alufolie ist die Scherbe jetzt nicht mehr durchsichtig. Ist das eine Art Spiegel? Okay, nochmal. Nee. Lappen. Der Lappen ist durchtränkt. Oh, ich habe ihn jetzt mit Petroleum durchtränkt. Warum denn bitte? Ein durchtränkter Lappen. Wozu? Ich versuch's mal weiter. Das war jetzt bisher sehr ergiebig. Anzünden kann ich den Lappen nicht, oder? Scherbe mit Alufolie. Ich stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch, Leute. Was? Ja, okay, anzünden. Hier ist es hell genug und ich will nicht unnötig Petroleum verschwenden. Wer weiß, ob ich es vielleicht noch brauche. Also, puh. Ich schaue mir mal nochmal den Kompass an. Ein kleiner Metallstift. Also das hat irgendwas mit diesen Muttern zu tun, aber was? Ein kleiner Metallstift. Puh. Keine Ahnung, Leute. Ich gehe mal auf die Informationen nochmal, in der Hoffnung, dass da nochmal was steht. Nö. Steht nichts von dem Kompass. Oh, Mädchen, hier ist Norden. Nordwest. Also das ist das Einzige, wo ich jetzt hier mal eine Kompass-Eintragung... Havanna, nee. Nee, nee, das ist viel zu. Einfach mal, Wenn ich nur wüsste, wohin damit. Puh. Passiert nichts. Passiert nichts. Ich versuche mal jetzt einfach wirklich alles zu kombinieren. In der Hoffnung. Passiert nichts. Passiert nichts. Passiert nichts.
passiert nichts. Das ist nur dumm probieren, Leute. Passiert nichts. Passiert nichts. Halt. Passiert nichts. Passiert nichts. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe alle Kombinationen probiert, oder? Passiert nichts. Ich weiß es echt nicht, Leute. Gibt's? Ein durchtränkter Lappen. Petroleum. Auch da nix. Also ich habe das Gefühl, ich bin schon relativ weit mit allem. Ein 8mm Filmprojektor. Uralt, aber für sein Alter und die alles andere als fachgerechte Aufbewahrung noch durchaus passabel erhalten. Also es ist hier herin aber auch kein Strom, oder? Nochmal. Da ist keine Filmrolle drin. Da ist keine Filmrolle drin. Da ist keine Filmrolle drin. Mist. Wo könnte ich denn die finden? Im Sumpf? Ich sollte besser aufpassen, wo ich hintrete. Ein falscher Schritt könnte mein letzter sein. Er läuft. Ein Generator für die Stromversorgung der Hütte. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat das Teil was mit Magnetismus und Stromerzeugung zu tun. Ich weiß jetzt leider auch nicht, ob ich hier schon fertig bin, ja? Ich versuche mal, alles mit dem zu kombinieren. Mit der Spule könnte ich noch kombinieren. Ja gut, der Handy wird nicht sparten. Glaube ich jetzt auch nicht. Auch nicht. Die Muttern vielleicht, hä? Durchtränkter Lappen. Die Mutter geht mit der Spule. Ich halte mal beide Muttern in die Nähe der Spule. Aber besser nicht zu dicht dran, sonst bin ich Toast. Sie sind anscheinend dadurch magnetisch geworden. Ah! Die Mutter ist magnetisch aufgeladen. So etwas soll's geben. Verstehe. Und jetzt kann ich wahrscheinlich, das hat noch gefehlt, und jetzt kann ich diesen Kompass hier beeinflussen. Okay. Na, geh schon. Einmal, zweimal drücken. Seltsam. Offenbar bewegt sich die Kompassnadel erst, wenn ich den Knopf drücke. Ich scheine einen Mechanismus ausgelöst zu haben. Aber noch ist nichts passiert. Und was passiert, wenn ich jetzt so mache? Okay. Und ich kann es jetzt praktisch hier in die entsprechende Richtung drehen, oder? Okay. Aber in welche Richtung sagt er mir nicht? Dieses Knirschen klingt, wie wenn ich zu Hause am Tresor meines Vaters eine falsche Kombination eingestellt habe. Jetzt darf ich wahrscheinlich wieder von vorn anfangen. Mhm. Eins. Ich schaue mal, nach wann er da reagiert. Zwei. Ja, da. Und da. Drei. Vier. Dieses Knirschen klingt, wie wenn ich zu Hause am Tresor meines Vaters eine falsche Kombination eingestellt habe. Jetzt darf ich wahrscheinlich wieder von vorn anfangen. Muss ich das jetzt durch reines Raustesten, rumprobieren, herauskriegen, oder? Ein Durchtränk. Habe ich da irgendeinen Hinweis übersehen? Moment mal raus. Da vielleicht. War da irgendwas? Nichts Besonderes zu erkennen.
Ist aber auch stockdunkel. Okay. Also ich bin schon nicht schlecht, Leute, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Also vier Richtungen muss ich hier einstellen. Aber welche? Das sagt mir das Spiel irgendwie nicht. Passiert nichts. Passiert nichts. Also. Wenn es mir wenigstens gleich beim ersten Fehler sagen würde, hey, du bist falsch. Geht eigentlich auch nur einer? Ja, der geht auch. Dieses Knirschen klingt, wie wenn ich zu Hause am Tresor meines Vaters eine falsche Kombination eingestellt habe. Jetzt darf ich wahrscheinlich wieder von vorn anfangen. Also nochmal auf die Karte. Die da. Norden. Hier. Das ist der einzige Anhaltspunkt, den ich habe irgendwie, Leute. Die einzige Karte, die ich habe. Ja gut, Leute. Hilft nix. Ich mache hier einen Cut und suche bis zum nächsten Part mal dann die Lösung auf. Steht da drin, welcher Logik das Ganze folgt, aber im Augenblick muss ich gestehen, vielleicht fehlt mir auch noch ein Hinweis. Vielleicht führt mich die Lösung dann zu dem Lösungshinweis. Also, bis zum nächsten Part von Geheimakte Tunguska wünsche ich euch viel Spaß und bis dann. Ciao.